Es ist 5:12. Zeit für die Frage, wie es um die katholische Kirche steht. Es ist 5:12. Herzlich willkommen im Ludwig-Windthorst-Haus. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marcel Speker und ich freue mich, dass Sie heute die nächsten 35 Minuten mit uns gestalten wollen. Wir diskutieren heute die Frage, ob die Volkskirche tot ist und von der Bekenntniskirche abgelöst wird. Denn diese These vertritt Professor Dr. Peter Schallenberg, den ich herzlich begrüße. Hallo. Professor Schallenberg ist, Sie sehen es, Priester, er ist Moraltheologe, er ist seit 2008 Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät in Paderborn. Er ist außerdem aber auch seit 2010 Direktor der katholisch-sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach, die ein gemeinsamer Bekannter von uns einmal als so etwas wie den Think Tank der Deutschen Bischofskonferenz bezeichnet hat. Peter Schütz war das und er ist zudem auch seit 2011 Mitglied der Kommission Sozialpolitik und Gesellschaft des Deutschen Caritasverbandes und weiterer Gremien. Und wenn jemand mit diesem Hintergrund, den man als Chef des Thinktanks der Deutschen Bischofskonferenz bezeichnen könnte, die These aufstellt, die Volkskirche sei tot, dann sorgt das natürlich für Aufhorchen. Formuliert war diese These in einem Leserbrief für den Hellweger Anzeiger und aufgegriffen und größerem Publikum zur Verfügung gestellt hat es das Portal katholisch.de. Die haben getitelt, Moraltheologe Schallenberg, Volkskirche ist am Ende gut so. Und die heutige Teilnehmerzahl lässt auch vermuten, dass es nicht nur mich zum Aufhorchen gebracht hat, sondern viele verschiedene. Das Thema war etwas provokant gewählt, aber das war ja auch Sinn der Sache. Und jetzt wollen wir mal schauen. Fangen wir zunächst einmal mit Ihrer Diagnose an. Ist die Volkskirche tatsächlich unheilbar krank? Ja, vielen Dank, Herr Speker, für die Einladung und die Vorbereitung und die Organisation und herzlich willkommen allen, die dabei sind, Zuhörerinnen und Zuhörern und Mitdenkenden. Also meine These ist im Grunde nicht sehr originell, aber vielleicht in der derzeitigen Situation dachte ich mir nochmal hilfreich, sich in Erinnerung zu rufen. Die These lautet, und das wird eben seit vielen Jahrzehnten schon diskutiert, ob die sogenannte konstantinische Wende zur Volkskirche hin, also zur Identität von Reichsbürgern damals, Reichsbürgern, das Wort fällt mir gerade ein, ist heute nicht mehr gut zu verwenden, aber damals historisch ist das korrekt, also Bürgerinnen und Bürger des konstantinischen Weströmischen Reiches, Identität von diesen Bürgerinnen und Bürgern mit dem Christentum, ob das an ein bestimmtes Ende gekommen ist. Das ist sozusagen der Hintergrund des Ganzen zur Klarstellung. Das ist eine in der Kirchengeschichte schon häufig diskutierte These, spätestens seit der Säkularisation 1803, allerspätestens seit dem Kulturkampf in Deutschland, aber auch in vielen anderen Staaten, wo wir sehen, Staaten der Welt, wo wir sehen im 19. Jahrhundert, dass sozusagen das Reich in Anführungsstrichen, also der Staat als säkulare Einrichtung des Zusammenlebens und die Religion, die religiöse Verfassung, eine bestimmte konfessionelle Verfassung auseinanderdriften. Im Grunde hat sich das ja nochmal verstärkt durch die Reformation, also ein bestimmtes präzises Datum ist 1517, wenn man so will, einfach stilisiert der Thesenanschlag von Wittenberg, unbeschadet der Tatsache, ob der stattgefunden hat oder nicht, aber eben das Auseinanderbrechen der konfessionellen Einheit, das war auch schon bei den Hussiten 100 Jahre früher geschehen, im Bereich von Böhmen und Mähren, aber mit der Reformation und Martin Luther und dann Calvin nimmt das besonders deutliche Züge einer Trennung von weltlicher Gewalt und geistlicher Gewalt an oder Staat und Religion. Also das ist im Grunde nichts, diese Debatte ist nichts Neues. Und ich will ganz kurz nur noch mal in Erinnerung rufen, diese konstantinische Wende meint eben im Toleranzedikt von Mailand 311 nach Christus gibt Kaiser Konstantin, obwohl er vermutlich bis zum Sterbebett Heide bleibt und sich erst dann taufen lässt, das Christentum frei als Religionsausübung. Und dann 381, Kaiser Theodosius der Große führt sogar das Christentum als Staatsreligion ein. Also jetzt haben wir genau das Umgekehrte, was 100 Jahre vorher noch war, Christenverfolgung. Jetzt werden eher die, sagen wir mal, nicht verfolgt, aber doch ins Abseits gestellt, die nicht Christen sind. Und das bezeichnen die Kirchenhistoriker
Und ich würde mich dem anschließen als Volksreligion sozusagen. Noch einmal auf den Punkt gebracht, ein Staat, ein gesellschaftlicher Verbund, eine Religion, eine Konfession. Man muss ja beachten und im Hinterkopf auch haben, dass die konfessionelle Aufspaltung mit der Reformation dann nochmal eingefangen wurde 1648 im Westfälischen Frieden für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Wohlgemerkt, nicht für Frankreich, die Hugenotten seit 1589, seit 1689 ganz aus dem Staatsverband entfernt hat mit dem Widerruf des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. Und den anderen Staaten, Spanien, Portugal, kein Gedanke. Aber für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war eben im Westfälischen Frieden noch einmal sozusagen diese konfessionelle Zersplitterung oder die Privatisierung der Religion und der Konfession eingefangen dadurch, dass drei Konfessionen staatstragend waren, also im Reich anerkannt waren, nämlich das römisch-katholische, das lutherische, Augsburger Bekenntnis, und das reformierte Bekenntnis, also das, was wir normalerweise als Calvinismus bezeichnen. Alles andere, Mennoniten, Wiedertäufer, Baptisten, oder auch sonst für Konventikel der freien religiösen Begeisterung, der Emphase, die waren bestenfalls geduldet, nicht anerkannt. Das Ganze zerbricht dann mit der Säkularisation. Jetzt kommen wir zu meiner These von heute, bevor wir uns hier in zweifelsohne interessanten Einzelheiten der Kirchengeschichte verstricken, zu der These von mir. Ich würde sagen, wir erleben jetzt endgültig das Ende einer solchen Volkskirche. Gemeint ist die Identität von Zugehörigkeit zu einem säkularen Staat und Zugehörigkeit zu einer, zwei, drei vom Staat anerkannten Religionsgemeinschaften. Und ich glaube, dass das gut ist deswegen, weil es hilft den einzelnen Menschen, sich klar darüber zu werden, was meint eigentlich, wenn ich sage, ich glaube an Gott. Das ist im Grunde die Grundthese. Also ich würde sagen, es ist zu schade, den Gottesbegriff zu gebrauchen wie eine Verdoppelung der Staatsbürgerschaft, sondern es lohnt unbedingt, das ist sozusagen die positive Sinnspitze meiner These, es lohnt unbedingt, für jeden Menschen, und ich würde mir das wünschen, es lohnt unbedingt für jeden Menschen darüber nachzudenken, gäbe es die Möglichkeit, Gott zu denken, also das über Raum und Zeit befindliche Wesen, was sich uns möglicherweise offenbart hat, was sich uns möglicherweise im Christentum offenbart hat, und was würde das bedeuten, wenn ich mich mit dem im Christentum offenbarten Wesen, dieser Person, Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, was würde das bedeuten, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, wenn ich mein Leben versuchen würde zu gestalten, nach dem Willen, in Anführungsstrichen, nach der Meinung, nach dem Bilde dieses Gottes. Das ist sozusagen mein Punkt, auf den es mir ankäme. Ich will noch, bevor Sie vielleicht Gelegenheit haben, eine weitere Frage zu stellen, weil ich sonst Professoren neigen dazu, dann einmal loslegend endlos zu sprechen. Ich will auch noch sagen, dass ich zu dieser These oder zu dieser These verschärft noch einmal gekommen bin durch die Lektüre des umfangreichen Buches von Charles Taylor, Secular Age, also ein säkulares Zeitalter, gibt es auf Deutsch, sind allerdings 1200 Seiten, zum Teil etwas spröde zu lesen. Also ist keine nicht immer eine sehr leichtgängige Lektüre. Und in diesem sehr umfangreichen Buch hat Charles Taylor, ein kanadischer, katholischer, von Haus aus katholischer, kanadischer Philosoph, dargelegt, dass mit der Reformation 1517 spätestens eine entschiedene Autonomie der säkularen Welt eingesetzt hat und dass der Begriff von Gott, also der Begriff Gottes, der Begriff, den wir uns von Gott machen, immer stärker angefochten wird, weil wir einer sehr, sehr umfänglichen, technisch beherrschbaren, säkularen Welt
angehören. Sodass also sozusagen der Resonanzboden, wenn man das mit Hartmut Rosa einmal als Resonanzboden bezeichnen will, der Resonanzboden für das, was man empfindet, wenn man das Wort Gott hört, der wird sehr, 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 sehr dünn. Der wird sehr spröde, der wird sehr, ja, sehr schwer aktivierbar. Und Charles Taylor hat eben dann am Ende die These, dass in der postmodernen westlichen transatlantischen Welt, er rechnet Kanada dazu, nicht die USA, wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz gesprochen von den USA, weil ich letzte und vorletzte Woche zur Vorlesung in Chicago war. Und das ist ja in der Tat interessant, in den USA zu beobachten, die Lebendigkeit etwas abnehmend im Vergleich zu früher, jetzt auch, aber im Vergleich zu uns eine ungeheure Lebendigkeit mit jungem Altersdurchschnitt der Konfessionalität und der Religiosität. Also Charles Taylor grenzt das ein auf den nordtransatlantischen Raum mit Kanada, ein Land, was von ungeheurer Säkularisierung betroffen ist, also Privatisierung der Religion. Und Charles Taylor sagt, dass am Ende vielleicht 5% sich als entschiedene Christen in einer solchen Welt bekennen werden. Das ist auf den ersten Blick erschreckend, darüber können wir auch noch nachdenken, bevor ich jetzt die nächste Schleife nehme, mache ich hier erstmal einen Punkt. Ich kann aber gerne weitersprechen, aber ich wollte Gelegenheit geben, vielleicht nachzufragen. Dankeschön. Ja, zumindest will ich so ein bisschen so tun, als ob ich das Gespräch mitführe als Moderator. Aber eine kurze Nachfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sind Sie so eingängig und logisch und quasi ja, selbstverständlich Ihre Analyse zu sein scheint, so wie Sie sie herleiten, sind Sie der Meinung oder haben Sie den Eindruck, dass das auf ungeteilte Zustimmung stößt innerhalb der katholischen Kirche oder gibt es da noch Leute, die das vielleicht nicht wahrhaben wollen oder tatsächlich anders sehen? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Speaker. Ich glaube, dass die Zuspitzung am Ende, deswegen hatte ich gesagt, das ist eine alte These, der Anfang. Also der Anfang und die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel sind, glaube ich, unstrittig. Und niemand würde sich ja zurücksehnen, niemand, weder rechts noch bis links, würde sich ja zurücksehen in das Franco-Spanien, wo man mit Geldstrafen bedroht wurde nach Gesetz, wenn man sonntags nicht zur Heiligen Messe ging, zur Kirche ging. Also das ist ja vollkommen unvorstellbar für uns. Und jeder wohl, der also jetzt würde ich mal etwas zugespitzt mittags um 12 sagen, der seine 7 Sinne beieinander hat, würde wohl sagen, also das ist wirklich kein Modell. Jetzt kommt es natürlich nur darauf an, wir haben bei uns in Deutschland die sogenannte hinkende Trennung von Kirche und Staat, anders als eine sehr scharfe Trennung von Kirche und Staat in Frankreich, wo manche deutschen Katholiken und Katholikinnen beklagen, die Kirche ist in Frankreich fast marginalisiert. Das würde ich so nicht sehen, aber sie ist stark privatisiert. Also meine These läuft auf eine stärkere private Entscheidung der Einzelnen hinaus und eine stärkere Privatisierung von Religion und Konfession. Und man kann auch das Modell der USA nehmen. Das ist nicht so eine scharfe Trennung von Kirche und Staat wie in Frankreich, sondern eher eine Freigabe von Räumen, in denen Religion sich bewegen kann, wie andere Vereine auch. Also Golfverein und römisch-katholischer Heiliggeistverein und was weiß ich. Dem würde meine Sympathie gelten. Jetzt gibt es eben dann zwei strittige Punkte. Die Antwort sollte kurz sein, fällt mir gerade ein. Zwei strittige Punkte. Erstens, wie finanzieren wir dann, wenn wir ein solcher privater Verein sind, all die Aufgaben, die wir in gesellschaftlichen Belangen wahrnehmen, anders als in den USA, hat die Kirche natürlich hier bei uns eine sehr viel stärkere allgemeingesellschaftliche Aufgabe, erstens durch unsere Konstruktion des Sozialstaates, das wäre, glaube ich, noch zu konstruieren. Das Zweite, das habe ich am Ende angedeutet, Charles Taylor sagt, am Ende sind vielleicht in der Postmoderne noch wirklich 5% fasziniert von dem Gedanken an Gott. Das, glaube ich, trifft auf entschiedenen Widerspruch. Das ist auch gut so. Also ich bin ja, um Gott Himmels Willen, ich bin ja keine Prophetenliste eingetragen und habe überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Unfehlbarkeiten, sondern habe nur diese These und die halte ich für zielführend. Ich glaube in der Tat, dass Charles Taylor mit seiner Analyse recht hat und manche anderen auch. Hans Joas könnte man noch nennen mit Einschränkungen.
oder dann Erläuterungen. Gott ist für manche sehr attraktiv, so wie Zwölftonmusik für manche Menschen sehr attraktiv ist, Schönberg für manche Menschen gar nicht. Wir können es auch etwas milder formulieren. Sehr viele mögen Mozart, aber beileibe nicht alle. Ich glaube, wir haben uns über lange Jahrzehnte und Jahrhunderte der Kirchengeschichte etwas in die Tasche gelogen, als wenn alle Menschen mehr oder weniger, sie müssen nur darauf angesprochen werden, an Gott interessiert sind. Das, fürchte ich, ist nicht der Fall, wenn wir ehrlich sind. Also zunächst einmal, das war ja schon eine relativ kurze Antwort, von daher passt das ja schon mal. Sie haben ja aber sich auch Gedanken darüber gemacht. Also Sie sind ja nicht so kurz gesprungen, wie Sie gerade gesagt haben, sondern Sie haben ja auch gesagt, wie geht es denn weiter, welche Modelle könnte es denn geben? Und da unterscheiden Sie zwischen dem apostolischen und dem reformatorischen Modell für die Zukunft. Ja. Ja, das ist eine Beifügung. Also das ist jetzt sozusagen eine, man könnte sagen, das ist jetzt Beilage zum Fleisch. Oder man könnte auch sagen, es ist eine zusätzliche Hintergrundbemerkung. Ich erkläre das kurz, was damit gemeint ist. Es gibt einen sehr schönen Briefwechsel zwischen, das hört sich jetzt etwas märchenhaft an, ist aber ganz schnell erläutert. Es gibt einen schönen Briefwechsel zwischen Adolf von Harnack, unverdächtig liberaler protestantischer Theologe, der große Theologe des ausgehenden 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, der große protestantische Theologe Adolf von Harnack, gestorben 1930, geboren irgendwann in den 60ern des 19. Jahrhunderts, also sehr alt geworden, weit über 80 geworden. Und dieser Adolf von Harnack hat eine, wohlgemerkt, der war nicht Pietist oder vom Selbstverständnis her, oder schon gar nicht hätte er sich als, was es damals nicht gab, als Freikirchler bezeichnen lassen oder als Evangelikal, das hätte ihm ferngelegen. Er war also ein liberaler Protestant und dieser, aber ein Grandseigneur, also wohlerzogen. Adolf von Harnack gratuliert 1928 einem jungen Mann namens Erik Peterson, der Protestant war in Bonn und dann sich entschlossen hat, katholisch zu werden, wie es damals viele gab. Dem gratuliert er zu seinem Entschluss, interessanterweise, der Briefwechsel ist erhalten. Und da schreibt Adolf von Harnack, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Entschluss. Ich kann daran nichts Schlimmes finden, weil es gab auch andere, die gesagt haben, wie kann denn nur als evangelischer Christ katholisch werden und so weiter. Und Adolf von Harnack ist eben sehr, ja, im guten Sinne liberal und eben auch vom Charakter Grandseigneur. Und Adolf von Harnack sagt, es gibt im Grunde im Christentum, meines Erachtens, so schreibt Adolf von Harnack, meines Erachtens zwei grundsätzliche Wege, nämlich den Weg, den die Kirchen des Ostens und die römische Kirche nehmen, dass sie, so formuliert er, bedingungslos, also er spitzt das etwas zu, dass man bedingungslos dem Zeugnis der Apostel, was weitergegeben wird durch die Tradition und das Lehramt, vertraut. Dass man sich, so formuliert er, dass man sich mit der eigenen Existenz und dem eigenen Leben bedingungslos dieser überlieferten Glaubenstradition anvertraut. Und dann, sagt er, gibt es daneben den zweiten Weg, das ist der Weg der reformatorischen Kirchen, nämlich die bedingungslose Anbindung an die eigene Gewissensentscheidung. Was ich im Gewissen von Gott wahrnehme, was ich im Wort der Schrift empfange, das habe ich natürlich auch nicht gelesen, nicht geschrieben, sondern das lese ich. Das wird mir auch überliefert in gewisser Weise, aber ich bin frei auszuwählen, was mich fördert, wie ich mir Gott vorstelle. Also diese beiden, die Unmittelbarkeit Gottes zum Gewissen und die Unmittelbarkeit des Menschen zur apostolischen Tradition, die stellt er sehr stark gegenüber. Und ich würde jetzt sagen, das sind zwei, ich würde jetzt ganz in dieser liberalen Schiene von Adolf von Harnack sagen, das sind zwei vollkommen legitime Weisen, vielleicht gibt es auch noch mehr im Christentum, aber doch zumindest diese beiden, zwei vollkommen legitime Weisen, in Kontakt zu treten mit dem, was wir Gott nennen in der deutschen Sprache, mit dem, was Deus heißt, Theos, was Gott heißt, was ist Gott, wer ist Gott. Also im Neuen Testament heißt es einmal, wir sind doch nicht selbst erfundenen Geschichten nachgelaufen, sondern wir haben uns dem anvertraut, was wir
von den Aposteln her empfangen habe. Das ist das, was auch John Henry Newman beispielsweise zu seiner Konversion bewegt hat. Und da würde ich sagen, da sind wir ganz frei, aber ich würde das Profil dieser beiden Wege sehr stark machen. Also eine Herausforderung durch die Tradition, die apostolische Tradition, das heißt nicht seinen Verstand in allen Entscheidungen an der Garderobe abgeben oder an der Kirchentür abgeben, aber doch Vertrauen, das auf den Punkt gebracht, durch die Worte des gültig geweihten Priesters aus der Backoblate der Leib Christi wird. Das durch die Lossprechungsworte, ich spreche dich los von deinen Sünden, in der Heilige Beichte des gültig geweihten Priesters, meine Sünden vollkommen getilgt sind und so fort. Das alles ist nicht nachzuprüfen mit dem Alltagsverstand. Oder aber zu sagen, das ist mir zu sehr der, meiner Verstandesüberprüfung entzogen. Ich glaube, das, was ich im Verstand und im eigenen Gewissen für nachvollziehbar halte. Und das würde ich, diese beiden Wege würde ich nicht diskriminieren oder würde ich nicht diffamieren, so ist besser der Ausdruck, würde ich nicht diffamieren, sondern ich würde sagen, das sind zwei legitime Möglichkeiten. Entscheidend ist nur, und damit komme ich wieder zurück zu dem Begriff der Bekenntniskirche, dass man es für attraktiv hielte, in Kontakt, sei es über die Schiene der Unmittelbarkeit des Gewissens, sei es über die Schiene der Unmittelbarkeit der apostolischen Tradition, dass man es für attraktiv hielte, mit Gott in Verbindung zu treten. Nochmal, ich glaube, dass das viele, viele Menschen für nicht attraktiv halten. Die kommen beileibe nicht in die Hölle, welche Redeweise völlig kindisch und unsinnig ist. Der Wege zu Gott sind viele. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das stimmt, was im Titusbrief steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Aber möglicherweise in dieser Zeit auf ganz anderen Wegen noch einmal, als wir das uns dächten. Ja, darf ich noch, wollen Sie erst eine Frage noch stellen, sonst fiel mir gerade noch wieder was ein. Ja, nee, dann lassen Sie mich ganz kurz dazwischen. Denn mich würde jetzt mal interessieren, ist denn auch ein Mittelweg denkbar? Denn der apostolische Modell ist natürlich, ist immer, trägt die Gefahr in sich, die wir jetzt häufig auch diskutieren, wenn wir über die Kirchenkrise diskutieren, dass Positionen festgelegt werden, die halt mehrheitlich bei den Gläubigen nicht auf Nachvollziehbarkeit oder Verständnis stoßen. Ja. Aber der reformatorische Weg für sich führt natürlich auch sehr ins Private hinein, was die eigene Auslegung angeht. Ich will sagen, dass da ist man schon von jeglicher kirchlichen Institution auch als Bekenntniskirche entfernt und durchaus versucht zu sagen, so sektenmäßig, ich baue mir meinen Glauben so, wie er mir gerade passt. Ja. Beides sind Extreme. Müsste es nicht eigentlich einen verbindenden Weg zwischen beiden geben? Das ist auch eine sehr gute Frage. Und das ist im Grunde die alles entscheidende Frage, um die sowohl beim Synodalen Weg wie auch überhaupt seit der Würzburger Synode oder seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil offen diskutiert wird. Ich würde so formulieren, ich glaube nicht, dass es einen dritten Weg gibt, sozusagen eines apostolischen Vernunftglaubens. Ich würde sagen, Sie sind mit Ihrer Analyse vollkommen richtig, und das könnte man ja breit ausfalten, also sozusagen die Gefährdung des Apostolischen ist der Fundamentalismus, ganz, was wir mit Fundamentalismus bezeichnen. Also man kann es auch anders nennen, also die Heiligsprechung jeder Quaste, die irgendwann mal aufgetaucht ist und die seitdem, ja, also im Grunde Bismarck, Lebenserinnerungen, der als Gesandter am Hof des Zaren in St. Petersburg einen Gardesoldaten sieht, mitten im Frühjahr, und dann sagt er, was soll das, und keiner weiß, und dann heißt es, wir erkundigen uns, und nach einigen Tagen kommt die Antwort, ein alter Gardesoldat hat sich erinnert, dass vor 80 Jahren der Zar da, wo mitten im Winter und noch Schnee ein Schneeglöckchen erblüht ist, dieser Gardesoldat aufgestellt wird, und seitdem steht er da. Also das ist sozusagen, Bismarck schreibt das in seinen Erinnerungen, für man muss geschmeidig bleiben, sonst wird man lächerlich, würden wir heute sagen. Also ja, irgendeine Quaste, die eingeführt wurde, um ein Seidentuch im 18. Jahrhundert zu halten, wird heutzutage uns als apostolische Tradition verkauft. Punkt. Also das ist ja nur ein Beispiel, Fundamentalismus. Man kann auch sagen, was weiß ich, die Definition von, jetzt werden wir ganz konkret, von bestimmten sexuellen Dingen, die man
in der Vergangenheit für entsetzlich hielt, Selbstbefriedigung, Homosexualität, was weiß ich, von mir aus auch mehrere Partnerschaften hintereinander, ist das nicht sozusagen, muss das nicht von der Vernunft mit Argumenten auch abgesichert werden. Genau, okay, da bin ich ganz, da ist jeder dafür, nehme ich an, also außer. Vollkommen richtig, das ist die Gefährdung. Die Gefährdung des anderen, wenn das die eine Gefährdung war, Fundamentalismus, ist die Gefährdung auf der anderen Seite der Spiritualismus, also der, vor 50 Jahren hätte man gesagt, der Enthusiasmus, also jede Fliege an der Wand für den Heiligen Geist halten oder jeden Zeitgeist für den Heiligen Geist halten oder jede Meinung, die geäußert wird, für einen Locus Theologicus halten und so fort. Also ja, die Gefährdungen sind von Ihnen völlig richtig beschrieben. Der dritte Weg, also dazwischen, ich bin nicht sicher, ob es diesen dritten Weg geben kann und ob man nicht die beiden Wege wohlachtend auf die jeweilige Gefährdung des Weges stark machen müsste, profiliert machen müsste. Ich fürchte, bei einem gesuchten dritten Weg angesichts der Extremgefährdungen wird man viel an Profil einbüßen. Es ist am Ende, glaube ich, die Entscheidung, vertraue ich am Ende, spitz auf Knopf, lieber der Tradition, die sagt, diese Backoblate ist Leib Christi und diese Sünden sind vergeben, oder vertraue ich lieber meinem Gewissen, dass sich im Letzten nichts vorschreiben lässt. Ich weiß, John Henry Newman befragt, wem gilt der Toast, Cheers, erst auf das Gewissen, dann auf den Heiligen Vater. Ja, das Gewissen ist die Stimme, in der Gott zu uns spricht, aber das Gewissen offenbart uns nach römischer, katholischer Tradition, auch der orientalischen Kirchen Gott, wenn wir in engem, wohlwollenden, im letzten zustimmenden Kontakt zur Tradition bleiben, auch wenn sie uns persönlich möglicherweise im eigenen Lebenswandel seltsam oder nicht nachvollziehbar erscheint. Am Ende handelt es sich immer um eine Entscheidung. Nicht diffamiert und nicht feindselig betrachtet, sondern es ginge mir um das Profil. Ich fürchte, dass sonst der Begriff von Gott sehr diffus wird. Das war Ihre Frage. Ich wollte noch aufmerksam machen auf einen Artikel, den habe ich kürzlich mal vor ein paar Tagen mal wieder gelesen, aber unabhängig von unserer Sendung eigentlich, den fand ich beim Aufräumen witzigerweise zu Hause. Ein Artikel von Ratzinger, Kirche der Völker und Kirche der Christen von 1958, wo er schon mit großer präziser Schärfe darauf hinweist, dass es eben wie Israel und die Völker, so auch die Kirche und die Menschen gibt, die nennt er damals Heiden, das würden wir heute so nicht mehr nennen, Menschen gibt, eine große, breite Mehrheit von Menschen, die friedlich, schiedlich und in Freuden leben, ohne sich größere Gedanken über Gott zu machen. Und ich halte das auch nicht für verstörend, sondern ich glaube, dass das ein Prinzip ist, Ratzinger nennt das Prinzip der Stellvertretung, dass Israel stellvertretend für die Völker von Gott fasziniert war und dass die Bekenntnischristen stellvertretend für die vielen Menschen, die sich unter Gott überhaupt nichts vorstellen können, von Gott fasziniert sind. Deswegen würde ich da an diesem Bekenntnischristentum festhalten. Ja. Wenn Sie sagen, kein dritter Weg, sondern beides nebeneinander ist für sich legitim, dann wäre ja die Alternative, und jetzt kommen wir zurück vielleicht ein Stück weit auf den synodalen Weg, dann wäre ja die Alternative der Reform eines einzelnen Modells, zum Beispiel des apostolischen Modells. Der synodale Weg hat ja diesen Ansatz zu sagen, lass uns gucken, wie wir es gemeinsam weiterentwickeln können. Ist das der Weg, der in die Zukunft der Kirche führen kann, auch und das apostolische Modell erhalten und ich sag mal, zustimmungsfähig für mehr Menschen machen kann, als es im Moment der Fall ist? Absolut. Wenn nur, ich möchte jetzt nicht gerne, auch wenn ich weiß, dass das, und Sie natürlich berechtigt sind zu allen Fragen, ich möchte nicht gerne jetzt sehr breit
sozusagen in Abwesenheit von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Synodalen Weges über den Synodalen Weg sprechen, weil sich das so anhören würde, als würde man sich daran abarbeiten, während diejenigen, die daran teilnehmen, dann keine Gelegenheit haben, sich zu äußern. Ich würde nur, ich weiß, wie Sie das meinen, und das ist auch korrekt. Ich würde sagen, Reform muss immer sein. Reform war für alle Heiligen, Ignatius, Vinzenz von Paul, Franziskus in allererster Linie. Reform muss immer sein, die ursprüngliche Form wiederfinden, die Form, in der Christus zu uns spricht. Das muss immer sein. Die Frage ist nur, das Problem ist, eine Reformbewegung einer katholischen, sich als universal auftretenden Kirche verstehenden Glaubensgemeinschaft, die müsste immer sehr stark global verankert sein. Und da hätte ich, wie gesagt, ohne dass ich jetzt irgendwie über Abwesende auch nur im geringsten schlecht sprechen oder denken würde, was mir gar nicht zusteht, aber da würde ich bei dem derzeitigen Stadium des Synodalen Weges doch die Befürchtung haben, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken, die Befürchtung haben, dass man so weit vorprescht, dass weder die Tradition der schon Verstorbenen, Ratzinger hat mal gesagt, die Kirche ist eine Demokratie, aber mit dem gleichen Stimmrecht der schon Verstorbenen, also der Glaubenszeugen, der Tradition, also dass man so weit vorprescht, dass weder die schon Verstorbenen nachfolgen können, noch die auf der ganzen Welt befindlichen. Und ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man sagt, bei uns dann etwas möglich, was woanders nicht möglich ist, und bei uns sind dann die Priester eben verheiratet und woanders nicht, oder bei uns ist das Frauenpriestertum eingeführt und woanders nicht. Ich fürchte, dass das ist durch die Hintertür der Versuch, einen solchen dritten Mischweg einzuführen, der das Profil der Kirche wohlwollend gesagt zum Erlöschen bringt und zugespitzt gesagt, der die Kirche zum Implodieren bringen wird. Dann wird sie auseinanderbrechen. Also es liegt im Letzten bei Rom. Man kann sicherlich Vorschläge machen, man kann sicherlich debattieren. Es müsste dann allerdings auch theologische Argumente sein. Nebenbei bemerkt, das kann ich mir dann doch nicht ganz verkneifen, die Bemerkung, und nicht nur der Hinweis darauf, was die Leute verstehen. Ich bin überzeugt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu im 6., 7. und 8. Kapitel des Johannes-Evangeliums das allermeiste auch nicht verstanden haben und deswegen die meisten weggehen und der Herr dann die Jünger fragt, wollt auch ihr weggehen, und die Jünger eben nicht weggehen. Also wenn das das einzige Kriterium ist, was die Leute nachvollziehen können oder was die breite Masse nachvollziehen kann, das scheint mir etwas zu wenig zu sein. Also es müsste auch theologisch nochmal argumentiert werden. Man kann das tun, aber am Ende müsste nach katholischer, römischer Auffassung Rom das letzte Wort haben, weil es das Prinzip der Einheit ist, der Welt, der gesamten Weltkirche. So würde ich denken. Ja, also ich nehme die Diskussion im Synodalen Weg auch wahr, dass dieses Bewusstsein darüber besteht. Und ein großes Thema in dem Zusammenhang, finde ich, ist auch das Erwartungsmanagement. Weil das Erwartungsmanagement geht natürlich in die Richtung der Lösung der Punkte, die Sie gerade angesprochen haben. Aber jeder im Synodalen, also von außen betrachtet, aber jeder im Synodalen Weg weiß genau, das kann ich so nicht regeln. Und wir werden hinterher zu einem Ergebnis kommen, wo wir vielleicht ein, zwei Schritte nach vorne gehen, aber die Erwartung war, dass wir 10 Schritte gehen und dass wir dann zur Enttäuschung führen, obwohl es Bewegung ist. Aber ich wollte auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, weil wir uns ja auch dem Ende der Veranstaltung nähern schon. Und Sie haben die Weltkirche mit ins Spiel gebracht, Sie haben Rom mit ins Spiel gebracht. Und Sie haben ja, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, das Bild der Bekenntniskirche gezeichnet mit den Auswirkungen auch, dass wir sagen, wir haben vielleicht auch keine staatliche Mittelerhebung mehr. Wir haben keine Kirchensteuer mehr. Wir haben vielleicht ein anderes Modell. Und Sie waren in den USA jetzt vor kurzem. Sie kennen auch andere Modelle in der Weltkirche. Gibt es ein Modell irgendwo auf der Welt, von dem Sie sagen, dieses Kirchenmodell der Partizipation, des Funktionierens ist eines, was ich mir für die Bundesrepublik, für Deutschland vorstellen kann? Oder sagen Sie, das muss ein individueller Weg sein, der da gefunden und beschritten wird? Ja, als Speaker, das ist allerdings nun, ja, das ist eine schöne Frage, aber kaum zu beantworten. Okay, aber Sie haben das Recht zu fragen und eine Antwort einzufordern. Ja, also aus meiner, ich habe 8 Jahre in Rom studiert und
wen auf den Rom auch Arbeitstätigkeiten. Also intuitiv würde mir das italienische Modell sozusagen einer leichtgängigen Berührung von Kultur, säkulare Kultur und katholischer Kirche bei einer stärkeren Entflechtung in Bezug auf die Kirchensteuer, weil die Kirchensteuer jedes Jahr von jedem neu festgelegt werden kann zugunsten der Kirche oder zugunsten anderer sozialer Vereine. Das würde mir intuitiv naheliegen und einfallen. Allerdings ist natürlich die italienische Kultur insgesamt von einer schon, glaube ich, von einer anderen Nähe zur katholischen Religion, sagen wir jetzt mal, gekennzeichnet, als das nördlich der Alpen der Fall ist. Wir sind das Land der Reformation und das kann man nicht, glaube ich, einfach wegdiskutieren oder wegbehaupten. Deswegen würde ich, wenn ich also mit der Pistole auf der Brust gezwungen wäre, bis drei zählen zu äußern, welches Modell ich für unbedingt als Vorbild empfände, bei allen Abstrichen und so weiter. Aber das war ja Ihre Frage. Also jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen kindergartenartig. Was ist denn das Beste? Die haben recht mit der Frage und dann würde ich antworten, in der Tat, von dem, was ich kenne auf der Welt, ist es das US-amerikanische Modell, wo für mich faszinierend ist, wie ja jeder im Grunde alles glauben kann. Das ist vollkommen, also sozusagen sein Privatbereich, was er glaubt. Es gibt 5 Monde oder nur einen Mond oder keinen Mond, das ist eine Chimäre. Also jetzt, ja, karikiert ausgedrückt. Also das fasziniert mich erstmal. Und dann aber die Bemühung, ich habe jetzt viele Studienfreunde und auch andere, also Priester-Studienfreunde und andere Freunde, auch die in den USA leben, die Bemühung, diese Überzeugung, das ist ein Weg, um in Verbindung zu Gott zu gelangen, der größer ist als mein Verstand und mein Vernunft übersteigt. Die Bemühung ist immens. Und der Wettbewerb der Bekenntnisgemeinschaften, der fasziniert mich. Und man muss sagen, wenn man in den USA ist, das werden wahrscheinlich die meisten bestätigen, der Altersdurchschnitt der religiös Aktiven, der ist auch gesunken, der Prozentsatz der religiös Aktiven inzwischen. Aber der Altersdurchschnitt, jetzt auch wiederum in Chicago und South Bend bin ich gewesen, an den beiden Orten, ist phänomenal. Und die religiöse Praxis, was die Heilige Messe anbetrifft, den Kommunionempfang, die Beichte, das Zusammenkommen für Gebetsabende und so weiter, ist phänomenal für westliche freie Welt. Insofern würde ich sagen, wäre ich gezwungen, würde ich sagen, die USA sind da in Bezug auf die Identität von Kirche und das Aufstellen von Kirche in einer säkularen, freien Welt ein großes Vorbild. Ja. Ja, Gott sei Dank sind Sie ja nicht gezwungen, sondern machen das sehr freiwillig. Lieber Professor Schallenberg, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben Sie in Tirol erreicht, in einer kurzen Pause, die Sie sich für uns genommen haben. Danke für Ihre Zeit. Danke, dass Sie meine Fragen ertragen haben. Ja, und ja. Freut mich sehr. Eine gute Zeit und auch bald einmal wieder. Danke. Vielen Dank, Herr Speaker. Alles Gute. Vielen Danke. Dank. Danke. Ciao.